Moment, kann ich hier hoch? Ja. Hi. Hier gibt es sogar Häuser, bei denen man... Oh. Erstens mal, du kannst was finden. Molotow-Cocktails. Hm. Du kannst hier auch mit Leuten reden, wenn vor der... Will ich mit Leuten reden? Die sagen dir einfach, also die töten dich nicht. Also, wenn da so eine Lampe vor einem Haus ist, dann kannst du nämlich mit dem Insassen sozusagen. Alter. Kannst du anklopfen zumindest. Hi. Nettes okay, Gespräch. Cool. Gut. Hi, guck mal. Oh, hallo. Da kommen wieder welche. Hier bin ich. Hier. Komm, ja, genau so. Ja. Einen einzelnen rausziehen. Sehr schön. Okay. Komm, komm, komm. Okay. Ja, das war gut. Also du kannst teilweise das auch so machen, damit planen, dass die entweder nicht zu schnell auf dich zukommen oder gar nicht. Und dabei große Angriffe aufladen. Ja, komm her. Oh, sehr schön. Also, dass du nicht Schaden genommen hast. Und, oh, 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 zurück. Oh, zwei. Das wird ein Ding. Los, greif an. Ich spiele das Spiel auch gar nicht, aber ich will irgendwie gerade so mitspielen, indem ich so irgendwas... Gut gemacht, gut gemacht. Puh, okay. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Hey, du lebst. Ich lebe. Und du bekommst eine Blutviole. So, jetzt nicht wieder aus Versehen Dreieck drücken. Da laufen zwei. Da laufen noch zwei. Oh, so, kanntest du das mit dem Viereck? Das ist nicht Viereck! Hallo, hi. Übrigens, hallo. Viereck ist in deinem Fall die Taste für Gegenstände, die du zum Beispiel benutzen oder werfen kannst. Du kannst dir nämlich da in diese... Hallo. Du kannst dir nämlich in dieses leere Feld dort oben links noch was reinlegen. Zum Beispiel Molotow-Cocktails oder Kieselsteine. Und los! Ah, das hat ja super funktioniert mit dem Nicht-Viereck, Nicht-Dreieck drücken. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wow. Dreieck! Drück Dreieck! Nicht Dreieck, das war Dreieck! Oh, das machen wir definitiv. Wenn dir das normal passiert, dann... Ach übrigens, wenn du durch das Tor, was du da vorhin geöffnet hast, mal rausgehst, da hast du deine drei anderen Gegner. Vielleicht kannst du die ja ein bisschen abfarmen. Warte, welche drei anderen Gegner? Geh mal durch das Tor. Keine Sorge, du wirst nicht sofort sterben. Ich hör da drüben schon wieder den Fetten. Der macht anscheinend nichts. Ich habe den noch nie gepult. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Aber kennst du diesen Ort noch? Okay. Okay, okay, okay. Hey. Hey, oh. Hä? Ach, da. Komm her, komm her. Schlag doch drauf, bevor der... Stirb! Bei dem anderen kannst du ja draufschlagen, bevor er oben steht. Ja gut, okay. So nicht. Ey, da hinter ihm leuchtet was. Also hinter diesem Sack Reis, der da umgefallen ist. Du hast jetzt ganz viele Molotow-Cocktails, so viele, dass sogar welche bei dir in der... soll ich dir mal zeigen, wie du Sachen auf die Viereck-Taste legen kannst? Ja. Okay, du gehst erstmal ins Menü. Siehst du da unten diese sechs Felder, die leer sind? Das sind Schnellgegenstände. Okay. Da findest du zum Beispiel Molotow-Cocktails. Genau, du kannst jetzt zurückgehen und auf den nächsten Slot die Kieselsteine legen. So. Okay. Und um zwischen den Sachen zu wechseln, dann, also du siehst da jetzt oben deine Molotow-Cocktails, bitte drück nicht Viereck. außer du hast einen Gegner anvisiert und möchtest wirklich einen auf den werfen. Ich überlege gerade, und zwar, ich möchte meinen mit der Pfeiltaste runter, also beziehungsweise der, ja genau, wechselst du zwischen denen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Pfeiltaste hoch macht.
Das? Aha, ich kann meine Waffe also nicht wegpacken. Aha. Interessant. Aber du kannst deine Waffen aus... Also du hast jetzt auf leere Waffen, auf leere Sachen gewechselt einfach. Das, also klar, du kannst Waffen wechseln an sich. Okay. Mit links und rechts ist das. Also je nachdem, was davon du... du solltest wenigstens deine Waffe, dein Schießeisen wieder auspacken. Weil sonst, wenn du irgendwann mal schießen willst, dann... Warte. Es geht nämlich mit der rechten Dingstaste. Genau, genau. Hab's gefunden! Jupp. Alles klar. So, jedenfalls jetzt hast du wieder dein normales Waffensetup. Aber okay, wenn du mehrere Waffen gleichzeitig tragen willst, ist das auch möglich. Oh, der Fette irritiert mich. Okay, okay, ich will hier irgendwann mal irgendwie weiterkommen. Okay, okay. Ja, solltest du auch. Also irgendwann ist ja schließlich das Wochenende vorbei. Hi, Dude. Ich weiß, dass ich auf dich... Das war schon wieder der falsche Knopf. Hast du schon wieder Dreieck gedrückt? Nein! Es muss Dreieck gewesen sein, sonst hättest du auf ihn einen Molotow-Cocktail geworfen. Okay, okay. Du weißt, da ist einer. Der war hier? Die Betonung liegt auf war und nicht ist. Blutfiole! Weißt du noch, wo der nächste steht? Ja, und ich bin frei. Hallo. Doch, kann ich dich anwesen? Nein. Noch nicht, also so, du musst eine freie Sichtlinie meistens haben. Huiuiuiui. Nein! Nicht Dreieck! Das war Dreieck! Nicht Dreieck, Kira! Es ist aber... Ich weiß auch nicht, wieso ich das jedes Mal wieder drücke. Ich weiß es, aber es passiert trotzdem. Du machst es wahrscheinlich sogar, wenn du keine von den Dingen... Nee, obwohl. Sonst hätte ich dich ja gesehen, wie du... Oh, jetzt kommen die wieder von unten. Dreieck! Nicht Dreieck! Oh, oh, weg! Kreis! Hallo, ich hab grad zugeschlagen. Autschi. Oh, ich sehe da im Hintergrund was leuchten. Und dann, zwischen T und O. Wenn du da irgendwann mal hinkommst, da ist ein Gegenstand irgendwann, für dich. Irgendwann, in 20 Jahren vielleicht. Oh, Verzeihung, ich muss ja jetzt die Tode auf 6 ändern. Das macht irgendwie Spaß. Ich stelle mich echt so bescheuert an. Nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Nein, also bis auf die Sache mit dem Dreieck. Und die Tatsache, dass ich gerade an Ort verrecke, ungefähr an derselben Stelle. Aber Lex gab's jetzt nicht so in den letzten 10 Minuten. Nein, jetzt geht's grad wieder. Nice. So. Ich seh's schon, Bloodborne Speedrun, confirmed. Ja, auf jeden Fall. Also, ehrlich gesagt, wenn man tausende Male an irgendwas stirbt und dann jedes Mal aber ein bisschen besser wird, irgendwann speedrunnt man das wirklich. So, bis zu einem bestimmten Punkt. Bis man dann wieder stirbt. Wobei ich sagen muss, also ich persönlich als jemand, der... Das gibt's doch nicht. Nicht Dreieck! Da war's wieder. Irgendwann lernst du es. Spätestens morgen oder so. Also falls wir jetzt durchspielen bis... falls wir jetzt durchspielen bis zum... Bis nach 0 Uhr, dann hast du es bestimmt nach 0 Uhr gelernt. Eventuell. Hm. Ah ja, ey, ja, guck mal, hier bin ich. Ah. Du kannst immer noch auf die kleine Waffe weg, auf die... Ja, warte. So. Und jetzt, aber auf die Entfernung... Ja. Kommt her, hier, komm, hier bin ich. Ja, hi, komm her. Ich glaube, wenn du ihn wenigstens treffen würdest, also so nah genug dran wärst, dass es auch Schaden macht, dann würde er sogar alleine kommen. Weil wenn er Schaden kriegt, dann würde er sich nicht nur nach dir umdrehen, sondern er würde gleich angerannt kommen. Und die restlichen gucken vielleicht nur zu, hey, warum rennt der da rüber? Ach egal, wir gehen weiter. Hey, jetzt wo die da hinten sind, kannst du wieder die anderen drei abfahren. Könnte ich tun.
Vielleicht bringt dir das ja so im, auf lange Sicht sogar irgendwas, also so genug Zeug. Damit so. Du dich ein bisschen dir dann erleichtern kannst. Ja! Übrigens, selbst wenn die kein Leben mehr haben, aber du nach dem tödlichen Schlag noch einen weiteren durchführst, kann es passieren, dass der auch dein Leben wiederherstellt. Das solltest du für dich nutzen. Deswegen hast du jetzt volles Leben. Noch. Geh doch drauf auf ihn, bevor der aufsteht. Das wäre so das Erste, was ich... Das habe ich auch in meinem ersten Durchlauf sehr schnell gemacht. Ich bin auf ihn zu, bevor der aufstehen konnte, gleich schon zugeschlagen. Und dann konnte er nichts mehr. Ha, jetzt sollte ich vielleicht aufpassen. Ja. Seid ihr schon wieder auf dem Rückweg? Hi. Hi. Wo seid ihr? Hinter dir? Nein. Oh, das war so gemein, ey. Ich glaube, ich irritiere dich mehr, als dass ich dir gerade helfe. Hä, aber nein, wo... Hä? Die sind noch hinten wahrscheinlich beim... Da halt. Bei diesem Scheiterhaufen. Der von hier ist ja auch wieder mitgekommen. Die Leute im Haus mögen dich immer noch nicht. Ja, die Leute im Haus mögen mich immer noch nicht. Ja. Das wollte ich nur noch mal... Könnt ihr Schlurfer mal bitte wiederkommen? Ich fand das ganz gut, euch hier hinten zu bekämpfen. Kommt mal wieder her. Komm mal her. Ach ja. Also wenn die dort drüben noch nicht sind, dann... Oh, oh, oh. Oh, da kommen sie. Okay. Hast du die Füße auch gesehen? Ja, ich habe die Füße gesehen. Ich hab sie auch gesehen. Es waren wunderschöne Füße. Ja, übrigens, an alle Leute, die jetzt vielleicht sogar noch zuschauen, dieses Let's Play hat so, oder, übrigens, das ist kein Let's Play, das wollte ich ja auch noch sagen. Komm her. Komm. Nein, nicht alle! Los, alle! Ja, die verstopfen dann bestimmt die Treppe. Los, anvisieren und... Nein! Was tust du? Ich hab's genau gesehen. Nein, hast du nicht. Dreieck! Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens kam der fast allein. Und der Typ, also die mit dem Schild sind doch wirklich nix, oder? Da siehst du. Ich glaube, das ist Kanonenfutter. Oh, oh. Komm her, komm her. Ja, ja. Gut gemacht. Ja, und jetzt die anderen von hinten nehmen? Von hinten. Ja, nicht, dass da wieder einer kommt und dich... ja, los, los, los! Oh! Toll. Oh nein! Greif ihn an! Jetzt geht's wieder. Leck oder was? Ja, es hat eben gerade kurz geleckt, als ich angreifen wollte. Oh, das ist schlimm. Hallo, okay. Ihr drei, kommt her! Oh, die kommen wieder zurück! Hallo! Hi! Oh, vor allem zwei von den Fackelträgern, die sind fies, oder? Also fieser als andere. Oh Gott. Hat der mich jetzt echt aus den Augen verloren? Hi, hier bin ich. Der dreht sich bestimmt gleich um und geht weg. Oh nein, er kommt hoch. Oh nein, er kommt. Angriff, wenn er gerade so vor dir ist, das ist immer dann gut. Also wenn du abschätzen kannst, wie lange die bis zu dir brauchen, ist das echt geil. Aber das braucht halt manchmal eine Weile. Aber dann kannst du es manchmal sogar auf mehrere Arten von Gegnern anwenden. So, dann anvisieren, dann schießen. Ja, und er kriegt sogar Schaden. Okay. Los, okay. Ja, er kommt und der andere nicht. Und angreif. 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 Angriff. Yay, ey, läuft gut. Und an den anderen könntest du jetzt ranrennen und ihn von hinten rammen oder so. Renn weg, renn weg! Vorsicht, du kannst gleich nicht mehr angreifen, wenn du zu wenig Ausdauer hast. Von diesem grünen Zeug da oben unter der Lebensleiste. Oh, Blutviole, die hättest du gebrauchen können vor dem Kampf. Oh, Dreieck. Das wird der Running Gag des Let Plays. Ich möchte nochmal sagen, das ist kein Let's Play, das ist ein Let Play, weil ich lette dich playen. So, ich hab ihn getroffen. Nach ein paar Versuchen. Oh, hi. Er hat noch Kugeln.
Übrigens, alles, was über deiner Kapazität ist, die du tragen kannst, wird in deinem Lager gelagert. Und dort, also bei Blutfiolen und Quecksilberkugeln ist es halt so, das, was im Lager gelagert wird, wird automatisch das auffüllen, was du hast, wenn du dich teleportierst oder wenn du gestorben bist. Oh, da ist dein Blutfleck. Geil.